zusammen, Frank Fischer für Fotoschule. Ich habe ja in den letzten Monaten jedem, der es hören wollte und auch jedem, der es nicht hören wollte, Geschichten zu meinem Carry Speed Kamera Gurt erzählt. Und mittlerweile haben ja auch viele von euch diesen Gurt gekauft und sicherlich auch für gut befunden. Wir haben ihn in zwei Videos schon getestet. Die verlinke ich hier unter diesem Video nochmal. Und gleichzeitig haben wir auch schon die eine oder andere Schwachstelle aufgetan. Auch den Link dazu bekommt ihr hier unter dem Video nochmal. Was mich selber so ein kleines bisschen stört, ist, man ist immer in Versuchung, wenn man das Ding trägt, trotzdem hier irgendwie die Hand an der Kamera zu haben. Die Kamera hängt nicht so megamäßig entspannt. Und ich erinnere mich, als ich den SunSniper bei der ersten Generation hatte, der hatte so einen schönen Karabinerhaken. Und diesen Karabinerhaken konnte man wunderbar am Gürtel oder in so einer Gürtelschlaufe hier irgendwo an der Hose festmachen und damit die Kamera nicht so schlackern haben. Zum einen dreht man hier, man hört das nicht, aber relativ leicht beim Gehen dann hier an einen der Räder. Unschön, wenn man sich die Blende verstellt, weil die Kamera an ist und man in Wahrheit nur damit an der Hose unterwegs ist. Mir ist es auch schon passiert, dass ich ausgelöst habe und Fotos gemacht habe und gleichzeitig ist einfach ein bisschen, ja, nicht so eine wahnsinnig stabile Kamerahaltung. Nun, kennen viele von euch sicherlich dieses Produkt. Es ist ja nun hinlänglich bekannt, überall empfohlen worden, jeder benutzt es. Es handelt sich um den Spider Kameraholster und ich habe gedacht, okay, vielleicht ist das eine Möglichkeit, die Kamera entweder nur am Gürtel zu tragen, so Gürtelhalterung in einfacherer Form hatte ich schon mal, habe ich alle nicht für gut befunden, oder aber vielleicht kann man das Ganze sogar kombinieren. Also, was habe ich getan? Ich habe das Teil bestellt, kommt von Enjoy Your Camera und habe den Gurt jetzt da. Das Teil mal entsorgen hier schnell. Und was mich besonders daran interessierte, war, weil ich schon auf einigen Bildern von anderen und in YouTube-Videos gesehen hatte und gleichzeitig natürlich auch in der Produktbeschreibung, ob dieser Zapfen, der hier dran ist, dem Zapfen aus den Carry Speed Platten entspricht. Denn man muss fairerweise sagen, ihr seht das hier, wir haben mittlerweile, ich glaube, mehr Carry Speed Platten wie Kameras. Das heißt, in allen möglichen Formen und Varianten. Und schön wäre es natürlich, man könnte das Ganze an demselben Zapfen benutzen. Weil ich möchte jetzt nicht das nächste Kameraplattensystem unterschrauben und hier unten das noch höher aufbauen und noch eine und übereinander stapeln die Platten. Das wird ja nicht stabiler von der ganzen Nummer. Sondern ich würde natürlich gerne die vorhandenen Platten auch dann in dem Spider-Kameraholster benutzen und deswegen habe ich ihn bestellt. So, hier ist der Holster übrigens. Nun bin ich Ingenieur. Da gibt es natürlich immer zwei Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist, man probiert das ganze System einfach mal aus und guckt mal, ob das Ganze passen würde. Und dann habe ich einfach natürlich hier meinen Carry Speed Nupsi hier benutzt, hier eingeführt und habe erstmal so das Gefühl, okay, das könnte ganz gut passen. Aber da ich eben Ingenieur bin und nicht irgendeinen amerikanischen Bachelor habe, habe ich es auch einfach mal nachgemessen. Und siehe da, beide dieser Bolzen, ich hole dir nochmal einen aus der Tasche dazu, also sowohl der original mitgelieferte von dem Spider-Holster, als auch der an den Carry Speed Platten, haben einen Durchmesser von 10 mm und sehen sich auch verdammt ähnlich. Natürlich ist es so, jeder von euch muss immer selbst entscheiden, ob er dieses Produkt, was nicht offiziell zu dem Spider gehört, damit verwenden will oder nicht. Für mich ist eben einfach dämlich, die nächste Platte zu benutzen und deswegen fände ich das eigentlich ganz charmant und ich werde es auch so tun. So, jetzt ist das natürlich noch nicht die Lösung schlechthin. Wir haben es halt nachgemessen, aber normalerweise habe ich natürlich den Carry Speed an dem Zapfen, der da dran ist. Was also tun? Ich werde jetzt mal den Gurt ablegen, dann komme ich wieder rein, dann zeige ich euch mal, was die eigentliche Intention an der ganzen Geschichte ist. Vielleicht mal ganz kurz zu dem Holster selber. Der hat eine verstellbare Länge. Hier ist der Gurt mit Klett gesichert, das heißt, hier könnt ihr die Länge über diese Schlaufe wunderbar verstellen. Er hat hier eine sehr sichere Verriegelung, weil hier draufdrücken reicht nicht, sondern ihr müsst auch hier die Sicherheitstaste noch drücken, damit er aufgeht. Das halte ich für relativ sicher. Legt ihn also um und macht ihn hinter dem Rücken zu. Wer das Gefühl des Einklemmens des Fleisches am Rücken an so einem Schnappverschluss kennt, der atmet dabei erstmal deutlich aus, damit er den Bauch einziehen kann und dann zumachen, weil das ist echt verdammt schmerzhaft.
So, aber sonst sitzt das Teil ganz gut. Man kann es halt in der Länge auch noch ein bisschen enger machen, aber ich finde es so eigentlich ganz gut. Es hat genügend Halt hier auf der Hüfte, aber gleichzeitig rutscht es eben auch nicht zu weit runter, also alles soweit okay. Was habe ich also eigentlich vor? Eigentlich habe ich vor, die Kamera so tragen zu können und gleichzeitig hier zum Sichern einzuhaben. Das hat natürlich jetzt klassisch nicht funktioniert, ich kann nur sagen warum. An dem Carry Speed sind hier die Zapfen beweglich und der ist eben aus der Richtung gerutscht, also er muss natürlich schon in die Führung hier rein, so, dann hängt er hier auch. Das finde ich so eine sehr angenehme Möglichkeit, weil das Ganze eben wirklich fixiert ist. Ich mache mal hier die Zusatzhalterung ab, damit nicht hier oben immer noch was im Bild hin und her fliegt. Das finde ich so eine sehr sichere Möglichkeit, weil das Ganze eben hier jetzt wirklich fixiert ist. Ihr kommt da auch schnell ran, weil im Prinzip ist es so, ihr drückt einfach hier diesen kleinen Hebel und dann hakt ihr die Kamera da wieder aus. Die hakt eben auch genauso dort wieder rein und der Hebel geht zu. Das finde ich sehr praktisch. Jetzt gibt es natürlich ein kleines Problem noch. Ihr habt ja nicht immer ein Tele dabei, wo eine zweite Carry Speed Platte hier am Gurt sein kann, sondern normalerweise nur eine. Und was machen wir dann? Dafür habe ich natürlich auch eine Lösung. Und die Lösung wird den einen oder anderen ein bisschen überraschen, aber ich packe das hier mal raus. So, was haben wir also getan? Ich habe hier eine Carry Speed Platte von meinem Double Carry Speed und der hat so einen feststehenden Zapfen. Ich muss das hier mal einmal wieder reinschrauben, weil ich ihn nicht schon entfernt habe. Das heißt, der Zapfen, der hier drin ist, steht fest. Das ist das ursprüngliche System von Carry Speed. Den habe ich rausgedreht. Dadurch habe ich durch diese kleine Öffnung von der Schraube den Umschlüssel gesteckt. Ich muss das mit dem Hammer bearbeiten, im Schraubstock, um den loszukriegen, denn, und insbesondere vor den Schwachpunkten, die wir bei den Carry Speed schon auch getan haben, dieser Zapfen ist mit Nagellack festgeklebt. Seht ihr hier an dem Zapfen auch noch die Reste. So, und diesen Zapfen werde ich an meiner Carry Speed Bodenplatte befestigen. Die schlechte Nachricht ist, es geht nicht an den neuen Carry Speed Platten. Ich weiß nicht, wer von euch die schon hat, der eine oder andere hat es bestimmt gekauft. Die sind ein bisschen kleiner und vor allem ist dieser Drehmechanismus deutlich leichtgängiger und nudelt nicht so aus. Aber ihr könnt hier diesen Zapfen nicht drauf montieren, denn dann funktioniert das AK-Swiss-System nicht mehr. Wenn ihr den hier reinschrauben würdet, dann blockiert ihr die AK-Swiss-Halterung bei der Verwendung dieser Platte auf dem Stativ. Und da wir ja Stative benutzen, benutzen wir die AK-Swiss-Halterung und das kann ich hier nicht gebrauchen. Das heißt, die Kombination aus Carry Speed und Spider-Holster mit einer gemeinsamen Platte zu befestigen, ist in meinem Fall mit dem neuen unmöglich. Aber mit den alten Platten, und da zeigen wir euch jetzt nochmal eine Nahaufnahme, ist es natürlich so, dass ihr die vielen Öffnungen, die da sind, nutzen könnt und gleichzeitig behaltet ihr das AK-Swiss-System. Denn das ist hier vorne relativ lang, ihr seht das, und wenn ihr jetzt hier diesen Zapfen reindreht und gleichzeitig natürlich auch wieder neu verklebt, dann habt ihr an einer Platte zwei Zapfen, einen beweglichen für den Carry Speed selber und einen, um die Kamera in den Spider-Holster einzuführen. Wie das Ganze in der Praxis aussieht, zeige ich euch jetzt nochmal. So, ihr seht hier unter meinen Kameraplatten ist eine Menge los. Hier ist noch eine Befestigung von der Handschlaufe, die ich sehr gerne benutze. Und hier ist der eine für die Carry-Speed-Aufnahme und hier habe ich den zweiten Zapfen gesetzt. Und jetzt gucken wir uns das mal in der Praxis an. Natürlich werde ich unter Umständen auch mal nur den Spider-Holster benutzen und dann hier vorne diesen abklappbaren Carry-Speed-Zapfen nehmen, um das Ganze einzuhaken. Aber die Idee dahinter war ja eigentlich eine andere. Und jetzt ist der zweite Zapfen hier natürlich fest mit der Platte verbunden, eingeklebt mit Nagellack. Und jetzt kann ich eben die Kamera hier doch relativ gut tragen. Jetzt ist sie auch noch hier umgeschwenkt, ihr seht es. Und habe nicht das Gefühl, sie permanent festhalten zu müssen. Gleichzeitig haben wir natürlich genügend, wie gesagt, von den Carry Speed Platten, um auch die anderen Kameras mal eine kleine Runde Leder einzuhaken, während man aber die zweite Kamera über den Gurt vielleicht noch trägt oder sogar in der Hand, einfach mal eine Kamera loszuwerden. Auf Städtereisen, wenn es mal schnell gehen muss, wenn man mal hochklettert, eine Leiter hochgeht oder irgendetwas, finde ich das einfach praktisch, dass die Kamera einfach einen Tick sicherer befestigt ist. Vielleicht noch so als letzter Hinweis, ich habe viele Rezensionen zu dem Spider-Holster gelesen und es hieß mehrfach, dass hier unten diese Kugel irgendwann ausschlagen wird. Jetzt benutze ich nicht die Originale, ich weiß auch nicht, wie lange es hält. Und wie gesagt, ihr macht das gerne auf eigenes Risiko. Die anderen beiden Materialien sind sicherlich aufeinander abgestimmt und sollte es nicht der Zapfen aus derselben Produktion sein und sie sehen sich nur ähnlich und sind wirklich nicht ganz identisch, dann ist das vielleicht besser, aber ich werde es so benutzen. Man sieht aber, dass hier unten in dem Spider-Holster selber
so eine kleine Einlage aus einem anderen Metall ist. Und ich nehme an, dass es sich dabei um gehärteten Stahl handelt, ohne es genau zu wissen. Und ich glaube, dass das Risiko, dass es irgendwann durchrutscht, relativ gering ist, für mich eh nicht ganz so tragisch, weil ich es halt oft in dieser Kombination tragen werde. Und ihr seht ja, wenn ich jetzt daran will, es wird eine Frage von Übung sein, man kann hier an der Seite mit dem Daumen die Halterung öffnen und dann komme ich auch relativ gut wieder an meine Kamera und kann ein Bild machen. Das wird man ein paar Mal üben müssen, aber in jedem Fall habe ich das Gefühl, dass das Ganze so relativ sicher befestigt ist und ich eben auch mal nicht das Gefühl habe, ich fällt sofort alles runter. So, wenn es euch gefallen hat, wie immer Daumen hoch, erzählt es weiter und macht's gut. Beste Fotoschule von Welt, Frank Fischer, FF Fotoschule. Ciao, ciao.